Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mal wieder mit einer Folge Tati Tutorial. Hat sich unser neuer Spieler Nico gewünscht, der zurückgekommen ist und ein bisschen verwirrt war. Und zwar zu der Timeout und Timeout-Regeln und sowas. Und heute auch mal mit krassen Mikro. Testen wir mal aus. Haben wir am Wochenende den Kollegen Cut-Journalist getroffen. Er hat uns mit seinem, wie nennt man das, Equipment beeindruckt. Da dürfen wir natürlich nicht hinterherhängen auf jeden Fall und dann probieren wir das mal aus. Jo, fangen wir mal an. Also es gibt ja zwei Arten von Turnieren. Es gibt ja eigentlich ein Tier 1 Turnier und ein Tier 2 Turnier. Das heißt so, Tier 1 ist so eher so die kleine Hobbyliga und sowas. Und Tier 2 ist halt Regionals oder YCS oder halt Competitive Turniere auf jeden Fall. 40 Minuten wird eine Runde ausgespielt, danach ist Time. Das heißt, da gibt es, also viele Veranstalter machen halt dann nach Zügen. Da gibt es keine noch zusätzliche Zeit oder irgendwas, sondern da wird nach Zügen gespielt. Und im Normalfall, wo wir jetzt auch zum Beispiel waren oder sind oder auf DM oder YCS oder irgendwas, sind es meistens immer 6, also wenn man von 1 zielt, sind es dann 6 Züge und wenn man von 0 zielt, werden es 5 Züge. Das heißt, zum Beispiel ich bin dran, ich bin gerade am Spielen, dann wird Time ausgerufen, sprich, dann bin ich entweder die 0 und dann wird bis 5 hochgezählt, sprich, dann kann man sich einen Würfel hinlegen und dann wird halt dann, bin ich die 0, dann hat mein Gegner den ersten Zug, dann bin ich wieder dann der zweite Zug, dann mein Gegner den dritten Zug, dann ich wieder dann den vierten Zug und mein Gegner hätte dann den fünften Zug. Oder man fängt bei 1 an einfach an, also wenn ich am Zug bin zum Beispiel, lege ich mir den Würfel hin, spiele ich meinen Zug zu Ende und dann fangen die Züge an, dann mein Gegner ist bei 2, dann bin ich bei 3, mein Gegner bei 4, ich wieder bei 5 und dann wieder bei 6. Also meistens sind es 5, also von 0 bis 5 Züge oder halt von 1 bis 6. Und viele machen auch so auf kleineren Events, denke ich mal bei Regionals oder so, die zählen halt dann nur 4 Züge. Also entweder von 1 bis 4 oder von 0 bis 3. Das ist das Ding, aber bei größeren Events meistens immer nur die ganzen 5. Da gibt es auch noch eine andere Regelung, was im Time bedeutet, wenn man gerade beim Boarden ist. Das wird uns mal der Chong mal erklären. Ja. Bei ihm das war ja... Weiß wie passiert ist. Weiß wie wahrscheinlich auch passiert. Es ist immer so, dass wenn man gerade mitten im Duell ist und dann das Duell gewinnt, also zum Beispiel ich gewinne gegen Tati im Turnier, dann boarden wir gerade. Also da steht es 1-0 für ihn. 1-0 für mich steht. Dann wird der Time ausgerufen und während dem Boarden? Während dem Boarden. Das bedeutet, dass ich automatisch gewinne, weil das Duell noch nicht angefangen hat, das zweite Duell. Hat noch nicht angefangen, das bedeutet, dass in den Time, das haben sie extra so gemacht, dass Overtime halt reduziert wird dadurch. Und dadurch, dass ich einfach automatisch 1-0 gewinne, ist es einfach so die neue Regelung bei den Times. Genau. Und ich glaube, ansonsten, wie lange darf man boarden? Man hat 3 Minuten Zeit zu boarden. Wenn man länger macht, dann kann man den Judge rufen und der Judge entscheidet dann, ob er ein Game loskriegt oder halt sich beeilen muss, wie auch immer, das ist in den Judge überlassen halt. Genau. Ansonsten, wenn man schon, genau, also ansonsten, man spielt einfach ganz normal dann weiter, zum Beispiel im Turnier 1-0 für mich, wir boarden, das Duell fängt gerade an, dann wird Times aufgerufen, dann hat man genau die 5 Züge Zeit zu spielen und da hat der meistens noch für 8000 jeder. Und wenn nach den 5 Zügen immer noch 8000 steht, bedeutet das, dass ein Sudden Death ist. Also der erste Spieler, der Schaden bekommt, verliert das Match dann. Also verliert das Duell. Genau. Und ansonsten, wenn es dann 1-1 steht, muss man leider auf dem Ergebniszettel draufschreiben, dass es ein Draw ist. Das wäre jetzt eigentlich die Regel zu Times. Da bin ich mir aber nicht so sicher, was mit dem Sudden Death ist, glaube ich. Weil ich glaube, wenn es nach den 5 Zügen, die ausgespielt sind, immer noch mit Lebenspunkten gleich ist, dann gibt es einen Draw. Nee, Sudden Death muss Sudden Death sein. Ist Sudden Death? Oder Sudden Death, aber es ist anders geregelt. Das ist wie so, ist es geregelt? Also es gibt ja immer einen Unterschied und da war der Streitpunkt zwischen, jetzt wenn man zum Beispiel was zahlen muss durch Tinken, ist es jetzt, kriegt man dann den Loser, wenn man Lebenspunkte verloren hat oder nicht. Das ist dann so, bei Sudden Death am Ende des Zuges. Ja, wer die wenigeren Lebenspunkte hat, der hat dann verloren. Wenn dann beide immer noch gleich viele Lebenspunkte haben, ist dann muss halt weitergehen. Es geht dann so lange weiter, bis der erste Schaden passiert, oder wie? Der erste Schaden oder halt am Ende des Zuges. Am Ende des Zuges. Ja, okay. Wird dort ausgewertet, sehr gut. Wer mehr Lebenspunkte hat. Das heißt, wenn man jetzt
Schaden bekommt irgendwie, kann es man noch ausgleichen. Durch Angriff oder was genau, weiß ich. Genau, ja. Okay. Sehr gut. Ja, das war's von uns. Ich hoffe, wir konnten euch damit helfen und die Timeout-Regeln ein bisschen erklären und auch die, die Board-Regeln sozusagen, dass man halt, wenn man während dem Time boardet, dass dann ein automatisch ein nicht weitergeht dann. Ja, und wenn ihr weitere Fragen habt dazu, sagt einfach Bescheid. Wir versuchen alle zu beantworten. Ja, vielen Dank euch. Jetzt mit neuen Slogan. Vergiss nicht, Yu-Gi-Oh! Is serious business. Achso. Hallo? 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 Nicht, ja, du kannst es da zu Hause drauf hören, was besser ist da. Vor welcher Entfernung. Ja, du hörst es auch im Video dann. Checkst du, was er meint? Ja. Er meint, dass wir jetzt sagen, um welche Entfernung wir was sagen, dann hörst du es weiter. Du musst also eh schon cutten. Und dann, hallo? Und dann musst du halt nur schauen, du siehst ja was. Was mit dem Video, das wir dann drehen? Yes. Ja, das ist ja richtig. Für das nächste Mal hat er. Wir halten es auf jeden Fall jetzt so ungefähr. Ja, wir halten jetzt so und dann für das nächste Mal weißt du ja, ob das hier so besser ist oder ob wir nicht so nah machen. Okay. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Was geht's denn? Soll ich jetzt was sagen oder soll ich mit Pumpkins an? Ja, ich fahr den Band. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mit.